Hallo, liebe Freunde, hier ist wieder euer Foxy. Der eine oder andere wird diesen Sakario, Dario oder Grey Fox von uns schon ein bisschen kennen. Der ist einer, mit dem wir haben öfters gespielt. Also ich nenne ihn einfach mal einen Online-Freund. Also wirklich so, wirklich Freundschaft. Der hat eine Geschichte geschrieben oder halt ein Buch, wenn man das so will, ein Abenteuerbuch. Läuft unter Abenteuer. Der heißt, oder das heißt, Jane dem Wahnsinn entgegen. Das ist eine Horrorgeschichte. Und davon möchte ich ein bisschen was vorlesen. Also es geht dann mal los. Also Kapitel 1, also von 7 Kapiteln. Es wird vermutlich noch weitergeführt oder auch nicht darüber. Ja, lassen wir alle mal ein bisschen gespannt sein und ihr könnt ja die Geschichte auch gerne selber lesen, weil ich werde das ganze Buch ja nun mal nicht durchlesen. Ich möchte es hier gerne mal eine Runde vorstellen und ich werde das Link unten reinschreiben in ihr. Ja, und da könnt ihr einfach draufklicken und dieses Buch oder diese Geschichte halt selber lesen. Aber es geht ja mal los, ihr könnt ein bisschen mitlesen, wenn ihr wollt. Es war später Nachmittag, als Schritte durch die Seitengasse. Es war später Nachmittag, als Schritte durch die Seitengasse halten gespannt mit heftigen Atmung. Also, Darth Vader bestimmt. Natürlich wurde Matt, ist wohl der eine, ich muss hier öfters mal schieben. Natürlich wurde Matt wieder einmal von einer diesmal zu netten Abwechslung kleine Horde Zombies gejagt. Nicht schon wieder, schreite er in voller Lautstärke, als er einen rekordverdächtigen Sprint einem halben zerfallenen kleinen Supermarkt hinlegte. Also er ist schnell gelaufen zum Supermarkt und los geht. Sehr gut geschrieben. Leider mit meinem Handy ein bisschen alles schwer zu lesen. Ich hoffe, ihr könnt es ein bisschen sonst einfach nachlesen. Ich werde auch von noch ein bisschen weitermachen. Er entdeckte ein Hochhaus, welches noch ziemlich gut im Schuss zu sein scheint. Was soll's? Sagte er keuchend vor sich hin und bog nach links in dessen Richtung ab. Also er geht Richtung Hochhaus. Der Eingang war jedoch nicht einfach zu erreichen, da dieser hinter einer Trümmerteiligen lag. Er blickte kurz über seine Schulter und sah, dass er einen guten Vorsprung hatte und fing an, sich durchzukarren. Ja, schneller, feuert sich Matt selber an und schnitt sich unmittelbar danach an einen rostigen, zerfletterten Stahlteil, was so aussah wie das Türblatt eines Flugzeuges. Da muss ich schon sagen, sehr gut geschrieben. Er hat das wirklich ziemlich. Es steht da immer leider da oben dieses Teil, weil ich das immer bewegen muss, das geht das runter. Sorry, also nochmal dafür. Also es ist sehr gut geschrieben. Man kann sich das so bildlich vorstellen. Also nochmal, pass auf. Schneller, feuerte sich Matt selber an. Also da kann man sich das schon bildlich echt vorstellen. Und schnitt sich unmittelbar danach mit einem rostigen, zerfledderten Stahlteil, was so aussieht wie ein Türblatt eines Flugzeuges. So kann man sich das wirklich schon vorstellen, woran er sich geschnitten hat. Und bildlich einfach so sich vorstellen. Es ist gut geschrieben, also wirklich sehr gut. Scheiße, rief er und verzog sein Gesicht vor Schmerzen. Er schaffte es trotz seiner Verletzung, das letzte Trümmerteil auf der Seite zu schieben und griff die Türklinke. Die Tür war zum Glück nicht abgeschlossen. Er schwang sich zügig auf und verschwand dahinter. Die Türen quietschen, als sie nun schließlich ins Schloss fiel. Ich habe ewig nicht gelesen. Also ich rate da, dass er ein bisschen runter ist, das zu betonen. Da müsst ihr, sorry, also ich bin auch kein Geschichtenerzähler. Aber trotzdem.
In völliger Dunkelheit suchte er hektisch seine Taschenlampe. Das ging nur erschwert, weil seine linke Hand mit einem feinen Film aus Blut überzogen war. Da bist du ja, sagte er erleichtert und knipste sie an. Matt hatte nicht viel Zeit und musste sich überlegen, wie er die Tür verbarrikadieren konnte. Da stand noch haufenweise Bürotische und Regale, die er erlangt, dazu einzusetzen, die Tür ganz im Stil einer hastigen Partie Tetris auf ein Level zu unmöglichen, ohne Punkt, ohne Komma, sorry, zu blockieren. So, also ich werde das nochmal so. Er hat versucht, also die Tür zu blockieren und hat die Möbel aufeinander gestellt und hat so ganz grob gesagt, in Tetris gespielt. Sehr gut, auch hier hat er das sehr gut erzählt, geschrieben. Keine Frage, das anschließend heftig geklopfte war alles anders als beunruhigend. Aber Matt wusste, dass er für den Moment in Sicherheit war. Er stürzte sich auf seine Knie mit einer noch heilen Hand. Also noch heilen Hand, das erklärt schon, das sagt schon wieder ein, zwei Sachen aus. Als sich Matt nach ein paar Minuten wieder beruhigen konnte und seine Adrenalinspiegel wieder sank, spürte er richtig, wie der Schnitt anfängt, wie Feuer zu brennen. Aber das tut mir schon selber richtig weh. Er sackte mit schmerzverzerrten Miene auf dem Boden und wusste nicht, wohin mit seiner Hand. Sein Herz fing an zu rasen und ein Teil des Pulses spürte er direkt am Schnitt. Also es pochte, hatte vermutlich schon jeder gehabt. Und ja, das kennt wohl jeder von uns. Das war so jetzt mal ein Teil des, nenne ich mal Buches. Und ich hoffe, ihr werdet da mal durchlesen, mal reinlesen und selbst das mal alles, mal von sich weglesen. Sorry, dass ich das nicht so ganz so gut präsentiert habe, aber wie gesagt, ich bin kein Geschichtenerzähler. Leider nicht. Und ja, ich lese auch kaum irgendjemand überhaupt was vor. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Immer dran denken, wir sind nicht Pigs, sondern die Foxys. Und Game over.